Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play RimWorld. Ja, weiter geht's an der Stelle. Ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass es nicht Funkgerät heißt, sondern Funkanlage heißt. Und ja, wir müssen dann die Mikroelektronik erforschen. Und das würde ich schon mal direkt als nächstes in Auftrag geben. So. Auch ein Punkt natürlich, damit wir die Forschung schneller vorantreiben können, dass wir vielleicht Maria rekrutieren können. Denn Maria kann Pflanzen anbauen und damit würde Sarah auf jeden Fall entlastet werden und hat dann umso mehr Zeit, die Forschung voranzutreiben. So, was sagen denn hier die Stromleitungen? Die passen alle soweit, das sieht ein bisschen komisch aus. Wir lassen dich mal neu verbinden und dich lassen wir auch nochmal neu verbinden. Und dann sieht das Ganze, glaube ich, etwas hübscher aus. Sehr gut. So, alle aktivieren, ja, du machst los, du kümmerst dich. Oh, wie viel Strom verbrauchst du eigentlich? 100 Watt. Die sollte man vielleicht noch übrig haben. Ja, oder auch nicht, weiß ich noch nicht. Aber wir müssen eigentlich sowieso, inspirierter Handel. Wir müssen sowieso eigentlich noch mindestens eine Windturbine hinstellen. Respektive, wir könnten natürlich auch, das haben wir noch nicht erforscht, oder? Nee, haben wir noch nicht erforscht. Wir könnten sonst halt auch einen betriebenen Generator zum Beispiel mit Holz hinstellen. Da hat man 1000 Watt für Lau permanent. Das wäre noch eine Idee eigentlich. Das können wir machen. Komm. Wobei vielleicht falsche Seite dafür. Lass den mal auf die andere Seite stellen. Dann ist der Weg zum Tragen der Ressourcen nicht ganz so weit. Kann ich dich auch nochmal neu verbinden? Danke. Okay. Der braucht auf jeden Fall zwei Bauteile. 6 Stück haben wir halt noch. Wir haben ja aber bestimmt irgendwo in den Bergen auch noch ein paar Bauteile. Die können wir halt auch noch abbauen, notfalls. Lass mal machen. Dass wir zumindest erstmal wieder ein bisschen rankriegen. Ich befürchte fast, dass sie dann hier einmal draußen rumlaufen wollen. Weiß ich noch nicht. Wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Okay, Remi hilft beim Bauen. Das finde ich sympathisch. Hat sie denn sonst alles erledigt? Was hat sie denn so für Hauptaufgaben? Eigentlich Schneidern auf 1 und Handwerk auf 1. Das heißt, sie hat soweit alles gemacht. Krass, Tatsache. Okay. Ist zwar schön, stimmt aber nicht wirklich, weil diese Brocken hätte ich hier trotzdem gerne weg. So. Und hier die Brocken würde ich gerne auch noch entfernen lassen. Und den dort auf jeden Fall auch. Theoretisch halt hier auch die da drin sind. Okay, das sollte passen. Ja, hier drin müssen wir auf jeden Fall dann mal abreißen. Die wären aber nicht schlecht zumindest. Tod seit 40 Tagen, fehlende Körperteile 4%. Wodurch auch immer 9%, 0,8%. Okay. Ihr macht ja erstmal nichts. Wir müssen halt erstmal nur diese Steinchen dort wegkriegen. So. Ach, guck mal, das wird doch hier. Hier die Steinchen können wir auch noch entfernen lassen. Da haben wir sogar einen fast aufgeräumten Vorgarten hier. Ist doch schon mal hübsch. So, der Transportroboter, das ist natürlich richtig geil. Der trägt jetzt hier auch in der Nacht, also solange er noch zumindest Batterie hat, trägt er hier die Sachen von A nach B. Eine sehr coole Sache auf jeden Fall. Der Generator wurde noch nicht in Angriff genommen. Was machst denn du gerade? Du trägst was weg. Eingereiht trägt Granitblöcke 74 zur Wand. Würde ich sagen, machst du nicht. Weggetragen hast du, glaube ich. Genau. Mach lieber das. Weil den Strom kann man durchaus gebrauchen. 1000 Watt haben, permanent oder nicht, das macht schon einen Unterschied aus. Und wenn es möglich wäre, dann zumindest mal ganz kurz befüllen. Jawohl. Okay. Weil Holz ist jetzt nicht so die Mangelware auf unserer Map. Das kriegen wir jederzeit mal ran. Ich denke, das ist absolut in Ordnung, wenn wir da mal ein oder zwei vielleicht dann auch holzbetriebene Generatoren haben. So, was sagt denn der Strom generell? Ist schon wieder weniger geworden in den Batterien, aber aktuell steigt er. Müssen wir halt mal gucken. Müssen wir mal beobachten. Zumindest mit den 1000 Watt haben wir das Krematorium ausgeglichen und ich glaube, das war es sonst eigentlich auch. Mehr hat man in letzter Zeit gar nicht an Stromquellen hier neu dazugesetzt. Quest abgelaufen, Hütte von Maulwurf. Ah ja, interessant. So, der, ach ja, doch hier der
Trageroboter, der braucht auch Strom. Halt die 100 Watt, ne? Die haben wir auch locker abgedeckt damit. Gut. Ah, den muss ich jetzt nicht jedes Mal aufs Neue aktivieren, oder? Nee, der läuft. Das ist kein Thema, das macht der. Sarah, du baust gerade hier die Baumwollpflanzen an. Das ist super, aber ich fände es fast geiler, wenn du das hier machst. Weil das sind Lebensmittel, die brauchen wir auf jeden Fall. Und sie geht beten, okay. Guck mal, die Steine, wie schnell die weggeräumt sind. Gut, hier liegen halt noch ein paar, aber da oben fehlen auf jeden Fall schon mal zwei Stück wieder. Hier, den haben sie auch mitgenommen. Der war vor kurzem auch noch da. Cool, warte mal. Wir können hiervon nochmal eine Kopie bauen. Die setzen wir dorthin. Können wir die drehen? Ne, die dreht sich automatisch. Okay, und dann müssen wir hier die ganzen Wände oder Zäune wegnehmen. Okay, das geht nicht. Dann lass das anders machen. Abreißen. So, das kann alles weg. Dann haben wir hier ein größeres Gehege, falls wir doch mal wieder ein paar Tiere bekommen. Und vielleicht reicht das dann aus, dass wir die dann auch draußen grasen lassen können. So, weil der Stein hier oben wurde auch schon wieder weggetragen. Das läuft. Hier wird auch fleißig weggetragen. Mensch, wir kriegen hier Ordnung rein. Peu à peu wird alles. So, und die Felder werden auch langsam. Stabile 10 Grad, 9 Grad, wird Nacht. Ja, wird ein bisschen kühler, aber ist, glaube ich, alles ganz stabil soweit. Hier, die ersten Pflanzen sind auch schon zu 30% gewachsen. Das heißt, wir brauchen wirklich Maria, dass die uns hilft. Ein Großhändler. Vielleicht können wir dort Bauteile dann kaufen. Das wäre wichtig, weil die gehen uns langsam wirklich flöten. 11 Stück haben wir. Ja, haben sie abgebaut. Ja gut, trotzdem. Also, Bauteile sind wichtig. Die brauchen wir definitiv. Und Quatsch, Sarah hat gerade sowieso diese Inspiration, was den Händler angeht. Lass mal reinschauen. Was können wir verhökern? Super. Bauteile verkaufen sie schon mal nicht. Sehr schön. Gut, wir können trotzdem bestimmt Dinge verhökern, die wir selber nicht mehr brauchen. Diese ganzen Leder zum Beispiel müssen wir nicht unbedingt haben. Das Blaufell würde ich behalten wollen, die Kamelhaut nicht, Fuchspelz auch nicht. Weil Fuchspelz vielleicht doch ein bisschen wärmer ist, aber komm, egal. Wir können nicht hier 10.000 verschiedene Leder und Felle aufbewahren, das muss nicht sein. Was kann man noch loswerden? Holz behalten wir definitiv. Sklavenkörpergurt in Qualität gut. Das könnte man verkaufen. Das müssen wir umstellen, dass das nicht aus Stahl hergestellt wird. Das sehe ich gerade, das ist ein Fehler. Das sollte nicht so sein. Das Ding kann man verkaufen. Umhang aus Blaufell würde ich behalten. Ja gut, das war's dann schon. Und kaufen können wir eigentlich nichts Interessantes. Schweinchen könnte man kaufen zum Schlachten, aber muss nicht sein. Gut, kriegen wir zumindest 326 Silber dafür. Die nehmen wir gerne mit. Und wir müssen hier definitiv umstellen bei dem Halsband. Bitte kein Stahl verwenden, genau. Der Rest ist mir egal. Der Rest ist okay. Haben wir das nur woanders noch drin? Also beim Parker wahrscheinlich nicht. Hier können wir nochmal gucken. Leder, Wolle, nö, sollte nicht dabei sein. Okay. Aber das Halsband aus Stahl, das muss nicht sein. Das ist nicht gut. Das ist eine Verschwendung von Ressourcen. Das möchte ich nicht. Guck mal, die Batterien erholen sich langsam. Die 1000 Watt machen doch ein bisschen was aus, denke ich. So, das Gehege ist wieder dicht. Man sieht, na gut, das Tor erkennt man aber nur sehr schwach hier drin. Also es existiert, aber man muss wissen, wo man gucken soll. Na gut. So, die Steinchen verschwinden weiterhin, das ist super. Und das Wasser wird weiterhin benötigt, das ist okay. Guck mal, hier die Wände können wir schon mal setzen. Und bis dahin.
Und dann wird langsam unsere Verteidigungsmauer hier errichtet. Das ist endlich, das ist auch ein richtig wichtiges Thema gewesen. Müssen wir natürlich hier unten dann auch noch weitermachen, aber ich lasse erstmal die eine Seite hier fertig bauen. Sehr schön. Läuft wie am Schnürchen gerade. Es macht sich langsam bemerkbar, dass wir mehr Kolonisten sind. Arthur rennt hier von Baustelle zu Baustelle, während die anderen das Zeug dorthin tragen. Gefällt mir sehr gut, außerordentlich gut sogar. Karawane zieht weiter, ist okay. Super, also kann Arthur hier komplett durchbauen, ist alles erledigt, dann fehlt nur noch hier der Teil. Und dann können wir direkt die nächsten in Auftrag geben. Heute schafft das wahrscheinlich nicht mehr, ist aber halb so wild. Aber dann haben wir die Seite zumindest endlich mal dicht. Dann können sie, wenn sie von hier oben kommen, eigentlich nur noch hier reinkommen. Dann haben wir die schon mal etwas gebündelt. Ja, das gefällt mir, das läuft. Gut, Steine werden auch weiterhin fleißig gemeißelt von Remi. Und wir werden angegriffen. Großer Sklavenausbruch. Scheiße. Kamba will abhauen. Remi will abhauen. Oh nein! Gerade wo es so gut lief. Warum? Ihr habt doch noch. Scheiße. Wo sind denn die anderen alle? Das schaffen wir nicht rechtzeitig zu den Leuten hin. Die können schneller laufen als wir. Also nicht schneller als wir, aber... Also Remi können wir fangen. Remi hat ein Holzbein. Das ist machbar. Das Problem ist, Remi hat eine schöne Waffe. Dahingehend ist es schade. So, Sarah habe ich beauftragt. Mike, wo steckst du? Du kannst es auch noch schaffen. Komm auch mal mit dorthin. Arthur. Der muss hier lang. Terry, wo bist du? Du rennst schon los. Okay. Dann hoffentlich geht's gut. Hoffentlich verlieren wir jetzt keinen. So, bitte einmal schießen. Ja, wir haben sie auf jeden Fall getroffen. Können wir sie... Also eine ganz blöde Frage. Können wir sie direkt fangen? Nein. Okay, geht nicht. Dann müssen wir sie niederschießen. Und das kann aber auch natürlich dann dabei passieren, dass sie stirbt. Sag ich doch. Mist. Und damit ist die Waffe hier komplett nutzlos geworden. Und Kamba... Wo rennt der denn rum? Lass mal da hochgehen. Gerade wo es wirklich so gut gelaufen ist. Lauft weiter. Vielleicht kriegen wir ihn zumindest nochmal niedergeschossen. Er soll nicht sterben. Das ist eine ganz blöde Frage. Fake down würde das gehen? Das wär eigentlich gescheatet. Lauft weiter. Fake down ist halt dafür da, die... Ah ja. Können wir dem im Nahkampf... Na, okay. Okay. 6 schon. Das kriegen wir hin. Okay. Folgendes. Mike wurde auch getroffen. Aber nichts Schlimmes. Okay. Mike, folgendes. Kannst du schnell laufen? Bist du Flotterläufer? Bewegen 96%. Das ist nicht so schnell wie Terry. Das könnte. Gut, Terry, dann trägst du. Wir fangen ihn. Kann nicht einfangen, keine Gefängnisbetten verfügbar. Doch, haben wir. Guck mal hier. Das machen wir einfach zum Gefängnisbett. So, Terry. Wir fangen ihn. Wir tun ihn nicht mehr versklaven. Er soll ganz normaler Kolonist von uns werden. Weil die Gefahr mit diesen Gefängnisausbrüchen, das gefällt mir nicht. Das ist mir... Ich meine, wir brauchen eine Sklave, glaube ich, für die Motivation der Leute.
Theoretisch müssten wir halt einlassen. Okay, das wird von irgendwas anderem weggetragen. Bitte den auch wegtragen lassen bei Bedarf. Okay. So. Sarah muss sich kümmern. Du willst was essen. Er hat aber nur noch 4 Stunden. Nee, dann folgendes. Bitte. Wieso müssen wir den jetzt nochmal fangen? Den hat man doch schon gefangen. So, okay, er wird direkt versorgt, instant. Sehr gut. Kriegen wir hin. Vorteil natürlich ist, dass wir Blut entfernen. Vorteil natürlich ist, dass wir ihn schon von unserem Glauben überzeugt haben. Das heißt, wir können jetzt direkt auswählen, rekrutieren. Und dann ist das okay. Dann soll er ein Mitglied von uns werden. Na gut. Geht wohl nicht anders. Wir werden uns bei Zeiten wieder einen Sklaven zulegen, aber wir brauchen die Leute gerade. Wir brauchen mehr Kolonisten. Was gibt's denn für einen Malus dafür, dass wir keine Sklaven haben? -2, es geht noch. Also -2 kann man eigentlich mit leben. Es ist echt schade um Remi. Remi war eine so gute, die hat hier alle die alle Steine gemacht. Ist echt traurig. Das ärgert mich. Und das kann natürlich Maria nicht ausgleichen, weil Maria möchte, glaube ich, nicht Handwerk machen. Also sie kann zwar, aber dafür ist nicht gedacht jetzt in erster Linie. Kamba kann Handwerk. Gibt es Schneidern extra? Warte mal, Handwerk, Tiere, Pflanzen, Kochen, Bergbau, Konstruktion, Kunst, Medizin, Sozial, geistige Arbeit. Okay, achso, du bist noch nicht, okay. Wir müssen Kamba erst überzeugen. Dann können wir nochmal gucken. Vielleicht kann Kamba Remi ein bisschen ausgleichen. Müssen wir mal gucken. Mensch, gerade wo es erstmal wieder so gut lief. Naja. So, dafür kriegen wir unsere Außenmauer hier fertig. Den Lux können wir mal jagen. Wobei der natürlich eigentlich gerne auch mal zum Gegenangriff übergeht. So. Passt soweit. Das heißt, hier die Außenmauer. Nee, stimmt noch nicht. Hier ist sie noch nicht ganz fertig, aber bald haben wir sie fertig. Bald. Ach, Terry hilft sogar. Ich glaube, Terry hat nichts zu tragen. Ungewöhnlich. Hier wird sogar schon abgerissen. Das ist sehr gut. Sehr schön. Dann haben wir hier ein relativ großes Gehege. Lass mal schauen. 1,45 pro Tag. Ist auf jeden Fall erstmal was Gutes, würde ich denken. Man könnte es natürlich noch größer machen. Man kann es halt hier komplett einmal bis hochziehen. Das wäre nicht so wild. Warum haben die auch versucht auszubrechen? Mensch. War doch sowas von unnötig. Wir reduzieren den Widerstand. Ja, wird halt noch ein bisschen dauern. Aber es wird. So, guck mal, wenn das fertig ist, Zone erweitern. Weil Medikamente können wir durchaus auch einige brauchen. Im Laufe so eines Jahres, da passiert doch relativ viel. Deswegen bauen wir dort mal auch weiter mit an. Baumwollpflanzen könnten wir auch nochmal erweitern. Ja. Komm, mach mal einfach. Zone erweitern und bis dorthin. Nein, Zone verkleinern. Die Zone möchte ich gerne erweitern und bis dorthin und dahin. Okay, läuft. Na gut, was gibt eigentlich der Zaun für Deckungsmöglichkeit? Interessiert mich nur mal so sporadisch. 25%, also nicht sonderlich viel. Aber 25% sind natürlich mehr als 0%. Schauen wir mal. So, Strom läuft. Ja, Batterien füllen sich wieder. Das ist eine gute Sache auf jeden Fall.
So, Maria, haben wir schon eingestellt, genau, zum Rekrutieren. 11,4 Widerstand noch, kriegen wir auch hin. Und er wird halt auch, das schaffen wir schon. So, dann müssen wir das Sklavenbett, oder können wir das Sklavenbett auf jeden Fall schon mal umwandeln. Für Kolonisten, dann hätten wir da schon mal eins frei auf jeden Fall. Maria kann das Zimmer behalten, was sie hat, und dann werden wir hier halt das Gefangenenbett behalten, denke ich. Weil hier, ja, können wir auch nochmal ein Gefangenenbett oder Krankenstation vielleicht auch draus machen. Weiß ich noch nicht. Eine Krankenstation wäre halt auch nicht so verkehrt, aber die wäre vielleicht günstiger, wenn sie ein bisschen größer wäre zumindest. Okay, du fällst Bäume. Mauer in Auftrag geben. Lass mal schauen. Hier. Auf jeden Fall möchte ich es hier komplett bis runterziehen. Ich würde sie gerne hier irgendwo reinkommen lassen. Das heißt, hier müsste man durchziehen. Ja, ich würde das Eisen eigentlich schon... Ja gut, das kann man auch so machen. Das kriegen wir auch so hin. Einmal auf jeden Fall bis dorthin. Vielleicht... Wir haben zu wenig Granit, echt? Wir haben zu wenig Granit. Lass das mal wegtragen hier. Okay, also... ist natürlich schwierig, wenn wir zu wenig Granit haben. Ah ja, was ich gleichzeitig auch mal gucken wollte. Heimatgebiet verkleinern, genau. Das möchte ich gerne weghaben. Okay. Und, ja gut, da wird es eh gleich wieder erstellt. Ich weiß, das kann man auch ausschalten, das mit dem Heimatgebiet erstellen. Aber ich lasse es eigentlich lieber gerne drin. Die Ratte ist, glaube ich, schon am Verrotten. Genau, schade. So. Böden. Nee, andersrum. Terraforming. Erde, ganz normal Erde. Ach Mist, hier ist ja noch der Dingens. Den hatte ich ja ganz vergessen. Moment, abbrechen. Passt das denn noch, wenn wir das jetzt da drum herum bauen? Lass mal schauen. Ja, es sollte genug Platz sein. Wir gehen mal bis dahin. Bis dahin und dann hierhin. Und hier versuchen wir dann runter zu gehen mit dem Terraforming. Erde. Na, mach das ruhig ab da. Und dahin. So, das können wir abbrechen. Da ist schon irgendwas. Und Strukturen, bis wohin wollt man die? Hier hin. Okay, dann machen wir hier. Vielleicht auch hier drüben. Hier machen wir den Eingang. Gut, das heißt, wir können definitiv das hier wegreißen. Das muss man nicht unbedingt bauen. Aber dafür brauchen wir hier noch ein bisschen Terraforming. So. Das passt, dann haben wir die Ecke dann auch für uns eingenommen. Hier wäre halt ein zweiter Zugang. Und ich würde sagen, hier, das machen wir dann komplett dicht, dass von hier aus kein Zugang ist. Das heißt, wenn sie zu uns wollen, müssen sie irgendwie durchs Wasser durch. Ja, müssen wir mal schauen. Oder die kommen halt hier oben rein. Schießrausch, Mike. Und eine Party wird gefeiert. Okay. Stimmt, wir müssen noch einen Partyplatz bauen. Das war, glaube ich, war das bei Möbel? Tierplatz ist es nicht, dann ist es bei Diverses. Wo ist der Partyplatz? Hier. So. Also jetzt mal einfach mal da daneben. Gut, falls sie in Zukunft mal Partys machen wollen, müssen sie das nicht unbedingt draußen machen. Aber heute geht's wohl mal. Was sagen unsere Lebensmittel? 16 Stück haben wir noch. Wann wird die erste Ernte reif? Wird wohl noch ein bisschen dauern. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall nochmal jagen gehen. Und was wir auch machen sollten, hier noch eine Tür reinbasteln. Struktur. Tür aus Granit auf jeden Fall. Und die möchte ich gern hier drin haben. So, wenn es geht, eine Bautwand. Nee, bau mal das. Weil, wenn wir irgendwo hier hin wollen, sollen wir auch die Möglichkeit dazu haben, zum Beispiel durch die Tür. Im Gegenzug möchte ich natürlich nicht, dass die Gegner diesen Weg wählen, weil sie wissen, okay, hier geht es kürzer. Also hier ist auf jeden Fall ein offener Bereich, hier können sie durchmarschieren. Und deswegen ist das dort lang etwas günstiger.
Wo ist er denn jetzt? Arthur, willst du nicht hier weiterbauen? Brauche Material. Granitblöcke. Wir haben keine Granitblöcke. Ah. Schade. Kann irgendjemand von uns gerade mal Handwerk favorisieren? Das kann natürlich auch nur Arthur. Arthur, unser Mann für alles. Ah, schade. Ja, wir können ihm das geben, aber es ist halt doof. So, okay. Dann wird er hoffentlich dann auch demnächst mal die richtigen Blöcke machen. Ich weiß, wir können ihm das sagen, also wir können das einstellen, aber ich glaube, so dringend ist es jetzt nicht. Auf jeden Fall können wir dann hier schon mal sagen, das sind nämlich auch noch Granitblöcke, dass wir die haben wollen. Und den hätte ich gern auch noch. Und die hätte ich gern auch. Und die hätte ich gern auch. So, ich komme gerade ständig mit der Nase gegen das Mikrofon. Ich hoffe, man hört das nicht. Okay. So. Sarah verpflegt Kamba, das ist super. Wie viel hat er denn noch? 16,2. Wie weit ist Maria? 10,0. Kriegen wir. Schaffen wir schon. Noch. Jawohl. Ist sie eigentlich schon... Ja, doch. Sie hat mal schon überzeugt, dass unser Glaube der richtige ist. So, haben wir Granitblöcke gerade auf Vorrat. 23 Stück. Wie viel brauchen wir denn hier? 25 Stück, natürlich. Ah, jetzt haben wir sie gleich. Gut, dann können wir nämlich... Kann man jetzt beauftragen? Bitte bau das. Ich habe zwar nichts dagegen, also es hat zwar ein bisschen Zeit gehabt, aber so lange möchte ich es jetzt doch nicht offen lassen. Zumal hier von einem Wolf rumgespecht ist. So. Und er macht noch mehr Granitblöcke fertig. Okay. Na denn. Sarah ist immer noch nicht fertig mit dem Anbauen. Sie braucht halt ganz dringend Unterstützung von Maria. Aber gut, hier sind auch noch ein paar Bäume zu fällen gewesen. Das hat halt auch nochmal Zeit in Anspruch genommen. Ach stimmt, wir müssen das natürlich auch noch sicher vor den Tieren machen. Die kommen sonst vorbei und naschen unsere Kartoffeln weg. Was ist denn mit dem Zaun? Was kann der denn? Ein Zaun bestehend aus Pfählen, die mit Querbalken miteinander verbunden sind. Zäune werden für den Bau von Gehegen verwendet. Einige Tierarten können Zäune überwinden. Raubtiere jagen keine Kreaturen auf der anderen Seite eines Zauns, können aber trotzdem hineinwandern. Ah ja. Das ist ja merkwürdig. Okay. Wir sollten das hier nochmal irgendwie einkesseln. Natürlich ohne Decke, aber zumindest irgendwie einkesseln. Wir brauchen noch so viel Granit. Ich hoffe, wir haben genug hier auf der Map. Inspirierter Handel Sarah. Hat man doch gerade erst, aber nehmen wir natürlich gerne wieder. Ich glaube, wir fegen hier die ganze Map leer vom Granit. Okay, aber wir haben auch ein bisschen. Okay. Sehr schön. Was macht denn eigentlich unser Roboter? Hier. Der wandert ein bisschen umher. Und lädt sich auf. Oder was macht er gerade? Ruhemodus. Ja, er lädt auf. Okay. Ein Muffalo wurde zahm. Oh, ich will das Muffalo haben. Alter, 5 Jahre Weibchen. Aber halt nur eins, oder? Wir haben jetzt nur ein Muffalo. Ein Weibchen, 5 Jahre alt. Komm, das behalten wir. Also Muffalos sind meine Lieblinge. Weil die geben doppelt Sachen. Also die geben Leder, wenn man so schlachtet. Und die geben halt Wolle. Die möchte ich haben. Auf jeden Fall möchte ich die haben. Ich glaube, Arthur holt den auch gerade schon. Ja. Dann müsste man nur noch gucken, dass man vielleicht noch ein Männchen, glaube ich, braucht man noch. Zähmen dafür. Guck mal, das ist 6 Jahre alt. 6 Weibchen, 2 Männchen. Oh, 1 Jahr alt. Oh, das hört sich gut an. Wir probieren es einfach mal. Wir gucken mal, ob wir das gezähmt bekommen. Dann müssten wir vielleicht aber auch Sarah nochmal hier sagen, wir brauchen halt noch eine weitere Anbauzone für Heu.
Anbauzone. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Können wir die Anbauzone nicht vielleicht auch hier drinnen machen? So vielleicht. Und dass wir dann hier noch irgendwo eine Tür nach draußen platzieren. Das wäre doch was. Machen wir eine Tür aus Holz von der Küche aus. Okay. Holz müsste mal genug da haben. Das kann Arthur dann gleich als erstes morgen früh machen. Okay. Irgendjemand war der Meinung, da das schon zu öffnen. Das heißt, wir müssen es direkt instant machen. Ich weiß gar nicht, wer war das denn? War das der Bauroboter? Oder der Transportroboter? Ich habe gar keinen gesehen dort oben. Aber wahrscheinlich war das der hier, den sieht man kaum. Der ist ein bisschen unauffällig. Gut. Dementsprechend brauchen wir aber auch, Moment, wo haben wir es denn? War das bei Möbel? Oder bei Diverses? Hier, Fußabtreter. Den brauchen wir dann auf jeden Fall hier drin. Und dann können wir natürlich aber auch dementsprechend hier noch einen Boden reinsetzen. Gut. Und hier hätte ich gerne keine Kartoffeln, sondern Heugras. Das hatte ich vergessen noch einzustellen. Wie gut ist denn Sarah inzwischen, was das Pflanzen angeht? 13 Punkte hat sie. Auf jeden Fall nicht schlecht. Stimmbruch. Oh, ich sehe gerade auf die Uhr. Wir haben es schon wieder geschafft. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Freue mich auf die nächste Folge. Und ja, hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play RimWorld. Bis dahin. Ciao, ciao.